Hi, grüß euch zur neuen Folge von Let's Barbecue and Grill. Heute ist windig und ein wenig kalt, deswegen machen wir uns was Leckeres. Heute gibt es einen Rollbraten, der braucht einen Eichel am Grill. Mich braucht er nicht dazu, deswegen kann ich dann reingehen. Aber wie der ausschaut, das zeige ich jetzt einmal. Also bleibt dran. Da dreht er sich, wie ich den gemacht habe und was da alles drinnen ist, das seht ihr nach dem Intro. Also dranbleiben, bis gleich. Grüß euch zur neuen Folge von Let's Barbecue and Grill. Da sind meine Zutaten, schaut wieder aus, geht aber schnell. Das ist auch super Essen, kann man für die Feiertage machen. Das wird ein Rollbraten, gefüllt mit all dem, was da seht. Dann fangen wir mal an mit den Zutaten. Was habe ich da? Da habe ich 2,5 Kilo Schweinenacken. Da hinten sind 250 Gramm Champignon, die sind schon hergeschnitten. Eine Zwiebel klein hergeschnitten. Und da habe ich 2 Knoblauchzehen, die habe ich auch klein hergeschnitten. Dann brauchen wir ein Küchengarn, weil es ist ja ein Rollbraten. Da habe ich einen scharfen Senf, in dem Fall Estragon. Ihr könnt es natürlich verwenden, welchen ihr wollt. Da hinten habe ich einen ganz guten Rohschinken, einen Prosciutto. Könnt ihr natürlich abnehmen, welchen ihr wollt. Würzen tue ich das Ganze dann nur außen, bei innen wird es eh gewürzt mit dem Original Schweinsbratengewürz von Spice World. Da hinten ist die berühmte Konsesform. Da sind 3 Zwiebeln grob hergeschnitten und 2 Knoblauchzehen, weil das steht dann unter den Rollbraten, da kommt dann nur Wasser rein und da möchte ich dann eine Soße draus ziehen. Dann fangen wir mal an. So, und als allererster tue ich meine Champignon anrösten, aber das zeige ich nicht, weil ich glaube, das wisst ihr, wie es geht. Das mache ich jetzt einmal und dann sehen wir uns wieder. So, dann sind wir mit dem Champignon fertig. So schaut es aus. Champignon, Zwiebel, Knoblauch, das habe ich jetzt angeröstet. Das lege ich jetzt auf Seiten. Und dann kümmern wir uns einmal um das Fleisch, dass wir das ein wenig aufschneiden können. Da habe ich schon aufs Messer. Brädel. So. Dann schauen wir mal, dass wir da mal das untere Drittel erwischen. Jetzt ist das dünner wie das und da schneide ich jetzt so ein, dass ich das dann so aufklappen kann. Die gehen wir so ein her da. Und da sucht man sich jetzt da einen Schnittpunkt. So, da haben wir jetzt den Kollegen, dann kommt ein bisschen Senf drauf. Jetzt werden wir da ein bisschen einmassieren. So, weiter geht's. Da ist ein 15 Decker Prosciutto und den werden wir da jetzt ein bisschen auflegen. Der ist hauchdünn, der löst sich natürlich schwer. So. Schauen wir mal, ob wir den ganzen überhaupt brauchen. So, das habe ich jetzt aufgelegt. Das ist überblieben. Also vielleicht kommt es mit 10 Decker aus. Aber das, was überblieben ist, das ist einfach so. Dann kommen wir mit dem Champignon drauf. Die dünnere Seite, die ist dann innen, also fange ich da zum Auflegen an und außen, dann immer ein bisschen weniger Champignon. Und da haben wir am Rand auch nicht zu viel. So, so schaut es jetzt aus. Da klappe ich ein ganz kleines bisschen um, weil das wird dann oben, also außen. Und jetzt drehen wir das Ganze. So her, oder Gewicht, der Kollege. Und da ist ja das dünnere Ende.
und sich ja immer ein wenig anziehen. So, da stopfen wir das auch ein wenig, dass es ein wenig zu ist. So schaut er jetzt aus und den werde ich jetzt ein wenig verknüpfen. Ich bin natürlich nicht der Oberknopfprofi, deswegen habe ich mir da jetzt einfach Schnirren hergeschnitten. Fahre die da ein und dann binde ich ihn einfach an. Es gibt Leute, die können das mit einer Schnur, ich leider nicht. Ich mache das so. Zack. Gescheit zu machen. So, da, mein Rollbraten hat es überstanden. Er ist eingewickelt. Jetzt hole ich mir die Konsistform daher. Da lege ich ihn jetzt rein. Jetzt haben wir mal weg da. Und da drin tue ich ihn würzen, weil die Konsistform stelle ich sowieso dann drunter, da kann ruhig ein Gewürz reinfallen. So, da liegt jetzt der Kollege, da ist mein Gewürz. Ich habe da original Salzburger Schweinsbraten, ihr könnt es natürlich verwenden, was wollt. Das streue ich da jetzt drüber. Da ist auch Knoblauch dabei, Kümmel, Salz. Das drucke ich einfach ein wenig an. Alles, was da daneben fällt, ist egal, weil das bleibt dann in der Soße drinnen. So, jetzt ist er fertig. Der kommt dann auf den Spieß, auf den Griller draußen. Aber ein kleiner Tipp von mir, das kann man super vorbereiten. Wickelt das Ganze in Frischhaltefolie ein. So mache ich es auch, weil meine Gäste kommen erst später. Ich wickle das jetzt in Frischhaltefolie ein, stelle dabei in den Kühlschrank und dann tue ich ihn auf den Spieß. Aber wie das funktioniert auf dem Spieß, das sehen wir dann draußen. Da gehen wir dann raus und da seid ihr dann wieder dabei. So, da jetzt sind wir beim Grill draußen. Frischhaltefolie habe ich einfach aufgeschnitten. Dient auch als Unterlage gleich. Da ist mein Spieß. Und jetzt werden wir den aufspießen. Schön anvisieren. Und hoffentlich die Mitte treffen. Jawohl. So, da. Vorne auch noch so einen Kralle montieren. War das aber Gewicht. So schaut er jetzt aus. Und den damit auf den Grill. So, und da dreht er sich jetzt. Da in die Schale habe ich 1 Liter Wasser rein da und hin und wieder übergießen. Und wie lange er braucht, dass er fertig ist, das sage ich euch noch und zwischendurch schauen wir mal nach. Übrigens, der rechte und der linke Brenner sind an, auf volle Pulle, weil heraus ist sehr kalt, 200 Grad, so fahren wir jetzt dort. So, da, so schaut er jetzt aus nach einer Stunde. Kerntemperatur haben wir jetzt 50 Grad, gestartet habe ich mit 10 Grad. Dann lassen wir wieder weiter dran. So, da. 2,5 Stunden sind um. So schaut er jetzt aus. Kerntemperatur 72 Grad. Und den tragen wir jetzt rein. So, da. Und jetzt sind wir drinnen. Da ist das Gerät. Da habe ich ein scharfes Messer. Und da machen wir jetzt einen Mittelschnitt. Hoffentlich verbrenne ich mich nicht. Dann schneiden wir da mal rein. Warte, wie das riecht.
Schaut euch das an. Schaut, die sind herrlich aus. Und das werde ich jetzt essen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.